Die Harry Potter Saga ist reich an starken Frauenfiguren. Ob sie nun so klug sind wie Hermine Granger, grausam wie Bellatrix Lestrange oder liebenswürdig wie Minerva McGonagall, all diese Frauen bereichern das Universum unseres Lieblingszauberers Harry Potter und verhindern in vielen Fällen, dass einige ihrer Freunde große Fehler machen. Insbesondere Ginny Weasley ist ein Mädchen, das unglaublich viele Abenteuer erlebt und sich oft für ihre Freunde eingesetzt hat, aber von den Harry Potter Fans oft gehasst wird. Das liegt vielleicht zum Teil an ihrer faden und völlig entschärften Darstellung in den Filmen, die sie zu einer Art emotionslosen Statue ohne das große Feuer ihrer Persönlichkeit gemacht haben. Aber was ist nun mit der mysteriösen Ginny Weasley? Hier beleuchten wir ihren Charakter etwas näher. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Ginny in der Harry Potter Saga. Ginny Weasley wird in Harry Potter und der Stein der Weisen als junges Mädchen eingeführt, das einzige Mädchen in der Familie Weasley und das jüngste Kind der Familie. Sie ist umgeben von 6 beschützenden Geschwistern aufgewachsen, die sie gleichzeitig gern necken und hänseln. Manche glauben, dass diese Überbehütung dazu geführt hat, dass sie etwas schüchtern und zurückhaltend mit ihren Gefühlen und Gedanken umgegangen ist, weil ihre Geschwister, insbesondere die Zwillinge, sie hänselten. Eines ist sicher, von Anfang an hebt sich Ginny von den anderen Geschwistern ab und es wird schnell klar, dass sie für sie eine zentrale Rolle spielt. In den ersten beiden Büchern ist Ginny fast ausschließlich ein junges und naives Mädchen, das in den berühmten Harry Potter verliebt ist. Doch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens ändert sich ihre Darstellung und sie nimmt einen zentralen Platz im Roman ein, durch ihren Status als Opfer und auch in Harrys Leben. Sie wird schnell zu einer engen Freundin von Harry und begleitet ihn bei seinen Abenteuern. Insbesondere ab Buch 5 und ihrer Beteiligung an Dumbledores Armee. Hier noch ein kleiner Überblick auf Ginny nach dem dritten Teil, nachdem sie im zweiten Teil von Harry Potter aus der Kammer des Schreckens befreit wurde. 1. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Was war das für ein Ding, das da reinkam? Das war ein Dementor, eine Wache aus Azkaban, aber er ist wieder weg. Nachdem ihr erstes Jahr in Hogwarts nicht das Beste war, kehrt Ginny in ihrem zweiten Jahr viel gespannter zurück. Wie ihre frechen älteren Brüder Ron, Fred und George begann auch Ginny den gleichen bösen Sinn für Humor zu entwickeln. 2. Harry Potter und der Feuerkelch. Als Harry sein 4. Jahr erreichte, war Ginny so etwas wie ein Ehrenmitglied im inneren Kreis von Harry, Ron und Hermine. Dank eines Sommers bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gewann die reife Ginny mühelos einen Platz in der Gruppe der Freunde. Sie verbrachte auch Zeit mit Hermine, die ein wenig weibliche Gesellschaft gebrauchen konnte, nachdem sie so viel Zeit mit 2 Jungen verbracht hatte. 3. Harry Potter und der Orden des Phönix. In Harry Potter und der Orden des Phönix verbrachten Ginny und Harry den größten Teil des Sommers gemeinsam, am Sitz des Ordens des Phönix. Natürlich war das nicht der romantischste Ort, aber die beengte Atmosphäre und die endlosen Reinigungsarbeiten brachten sie einander näher. 4. Harry Potter und der Halbblutprinz. Im 6. Buch hatte Ginny eine nähere Beziehung zu Harry. Sie hatte oft ein Auge auf ihn geworfen. Nach einem weiteren gemeinsamen Sommer war Harry ein wenig verwirrt über seine Gefühle für sie. Sie hatten den ganzen Sommer wie Bruder und Schwester gelebt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Harry seit Jahren praktisch ein Ehrenmitglied der Weasleys und betrachtete Ginny als eine Schwester. Aber er erkannte, was Ginny ihm bedeutete und so begann ein lustiges Jahr voller Frustration, in dem er mit seinen Gefühlen kämpfte und sich Sorgen machte, was Ron denken könnte, wenn er diesen Gefühlen nachgab. 5. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Es scheint mir, als gäbe es trotz ihrer erschöpfenden Verteidigungsvorkehrungen immer noch ein Sicherheitsproblem in ihrem Haus. Trotz ihrer Abwesenheit bei der Horcrux-Jagd war Ginny immer in Harrys Gedanken, wenn er seine Reise begann. Obwohl sie sich nur widerwillig trennten, sprechen ihre gestohlenen gemeinsamen Momente für sich. Eine besonders leidenschaftliche Umarmung, in die Ron gerät, schien die beiden regelrecht in Rage zu bringen. Nach all der gemeinsamen Zeit in ihrer Jugend war die Zeit plötzlich so kostbar. Ginny und Harry.
Wenn Ginny Weasley in der Harry Potter-Fangemeinde so beliebt ist, so liegt es natürlich vor allem an der Liebesbeziehung, die sie in den letzten beiden Büchern zu Harry hat. Diese Wahl gefällt nicht jedem, vor allem, weil sie in den Augen mancher Leute zu schwach ist oder weil sie einfach nicht zu den anderen Mädchen in Harrys Umfeld passt. Hermine oder Cho Chang zum Beispiel. Andere Fans finden ihre Beziehung sehr glaubwürdig, denn Ginnys Charakter passt zu dem von Harry. Sie ist sehr mutig, sie lässt sich nicht von ihren Brüdern herumkommandieren und sie liebt Quidditch. Ihre gegenseitige Zuneigung entwickelt sich allmählich und folgt einer gewissen Logik aus dem ersten Roman. Als sie ihn zu Hause im Esszimmer trifft und die Gelegenheit hat, den Helden von Angesicht zu sehen, ist sie so fasziniert, dass sie kein Wort herausbringt. Als sie nach Hogwarts kommt und mit ihm einen Gemeinschaftsraum teilt, kann sie nicht anders, als ihn in den Gängen anzustarren, Gedichte für ihn zu schreiben und in einem Tagebuch festzuhalten, wie sehr sie ihn mag. In Ginnys drittem und Harrys viertem Schuljahr kommt es zudem zu einer spürbaren Veränderung. Zunächst beginnt Ginny in Harrys Gegenwart zu sprechen, was vorher nicht der Fall war, weil ihre Schüchternheit sie daran hinderte. Man könnte meinen, dass es zwei Gründe für diese Veränderung gibt. Zunächst einmal sollte man sich an den Rat von Hermine erinnern. Harrys beste Freundin rät der kleinen Ginny, Harry für eine Weile zu vergessen und einfach ihr normales Leben zu führen. Denn wenn sie füreinander bestimmt sind, wird es von selbst geschehen. Im Grunde sagt sie ihr, sie solle sich ein wenig entspannen, was ein guter Rat ist, wenn man bedenkt, wie intensiv das Mädchen zu sein schien. Andererseits gibt es das Trimagische Turnier und Harry ist mit seinem Namen im Feuerkelch, dem Drachen, der Prüfung am See und so weiter beschäftigt, so dass Ginny gedacht haben muss, dass Harry, der so viel zu tun hat, sie nicht bemerken würde, wenn sie so schüchtern bleibt. Das ist zum Beispiel der Moment, in dem sie mit Neville zum Weihnachtsball geht und man sieht, wie sie mehr aus sich herauskommt. Negative Aspekte an Ginny Weasley. Was an Ginnys Charakter weniger gefällt, ist die Art und Weise, wie ihre anderen Beziehungen behandelt werden. Bevor sie eine Beziehung mit Harry hatte, war Ginny mit Michael Corner und dann mit Dean Thomas zusammen. Manche Fans stört außerdem, dass Ginnys Entwicklung plötzlich eintritt und nicht viel Sinn zu ergeben scheint. Ja, es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass wir das, was wir wissen, wie immer durch Harry erfahren und natürlich hat er sich bei all den Problemen, die der arme Junge hatte, nicht um die kleine Schwester seines besten Freundes gekümmert. Aber dennoch wirkt ihre Entwicklung plötzlich, wenn nicht sogar erzwungen. Außerdem gefällt manchen Fans die Ähnlichkeit zu Harry Potters Mutter nicht. Abgesehen von seiner Mutter ist Ginny das einzige rothaarige Mädchen in Harrys näherem Umfeld. Ginnys Fanboy-Besessenheit von Harry ist ein wenig unheimlich, aber Harry hat auch nicht gerade ein gesundes Interesse an dem Weasley-Mädchen, laut einigen Fans. Lily Evans war eine außergewöhnliche Hexe, berühmt für ihre Zaubertränke und mächtigen Zaubersprüche. Ginny Weasley war auch berühmt für ihre Zauberkünste, konnte gut mit Zaubertränken umgehen und spielte sehr gut Quidditch. Sah er Ginny wirklich so, wie sie war, oder versuchte Harry eine Lücke zu füllen? Wenn man sich die Ähnlichkeit zwischen Ginny und Lily ansieht, ist es möglich, dass ihre Beziehung nicht auf die gesündeste Weise begonnen hat. Auch die gemeinsam verbrachte Zeit wird oft kritisiert. Wie bereits erwähnt, verbrachte Harry während der Ferien viel Zeit mit den Weasleys, aber in der Schule war das anders. Fred und George hatten ihre eigenen Dinge zu klären, während Harry, Ron und Hermine unzertrennlich waren. In ihrer Klasse teilte Ginny keine Klassen oder Pausen mit Harry und weder in den Büchern noch in den Filmen lebten sie zusammen. Doch im sechsten Buch verliebte sich Harry plötzlich aus heiterem Himmel in Ginny. Das ist praktisch Liebe auf den ersten Blick. Harry und Ron kommen herein und finden Ginny, die mit Dean Thomas rummacht. Ron macht eine sehr unglückliche Bemerkung dazu und Harry bekommt vor Neid Magenkrämpfe. Und plötzlich merkt er, er hat sich verliebt. Aber Harry hatte sie im Laufe der Jahre mehrmals mit anderen Jungs gesehen. Warum also gerade dort? Das ist für manche Fans in jeder Hinsicht überraschend. Für manche scheint es deshalb so, als wurde in letzter Minute entschieden, die beiden zu verkuppeln. Es kommt nicht nur plötzlich, sondern ist auch gezwungen. Und noch etwas stört, während dem Leser ständig gesagt wird, dass Ginny stark, unabhängig und schlecht gelaunt ist, akzeptiert Ginny die Tatsache, sobald Harry ihr im Halbblutprinzen sagt, dass sie die Beziehung um ihretwillen beenden sollten. Ist Ginny Weasley eine Füllfigur oder eine Heldin? Nun, man könnte sagen, sie ist beides
zweifellos, denn sie hat ihren Anteil an Heldentaten in verschiedenen Momenten der Saga, man denke nur an die Schlacht im Ministerium, die Schlacht um Hogwarts oder den Widerstand. Allgemein hat J.K. Rowling sehr starke Frauenfiguren in der Harry Potter Saga eingebaut, was durchaus positiv ist, denn nur weil Harry Potter eine männliche Hauptfigur ist, muss das noch lange nicht heißen, dass nur die männlichen Kandidaten glänzen können. Wenn man bedenkt, dass Harry zum Beispiel ohne Hermine nicht weit gekommen wäre, wird auch die Wichtigkeit der weiblichen Darsteller klar. Bei Ginny ist es nun einmal das Problem, dass man in den Filmen viel zu wenig von ihr erfährt. Sie kommt hier etwas wie das naive Mädchen herüber, ein Mädchen, das man nur kennt, weil Ginny mit Ron verwandt ist. In den Büchern sieht das Ganze schon wieder etwas anders aus, aber auch in den Büchern konnte Ginny nicht jeden Fan von Harry Potter begeistern oder überzeugen. Für viele ist sie zweifellos eher eine Füllfigur als eine Heldin. Ginny ist immer da, schüchtern, ruhig oder aufbrausend oder schlecht gelaunt. Hier scheiden sich natürlich wieder die Geister, trotzdem kann man eigentlich einvernehmlich sagen, dass vor allem in der Filmversion Ginnys Romanze zu Harry viel zu plötzlich kommt und deshalb an Glaubwürdigkeit verliert. Wäre Ginny nur ein einfacher Nebencharakter, würde man sich wahrscheinlich nicht so viel über sie unterhalten, aber sie ist am Ende nun einmal Harry Potters Herzdame. Ob wir das wollen oder nicht. Was haltet ihr von Ginny Weasley? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald.